am Ende meiner Karriere jetzt oder gegen die Ende der Karriere habe ich entwickelt so eine, ob das Philosophie ist oder ist das eine persönliche Erfahrung, darüber habe ich mir keine großen Gedanken gemacht, aber ich meine, dass sehr entscheidend ist, ob der Trainer in der Lage ist, mit den Spielern individuell zu arbeiten. Also Gruppenarbeit ist die Basis, wenn du eine Gruppe hast, aber du musst in jedem Spieler einzeln behandeln. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn du das schaffst, in deine Mannschaft eine Mannschaft zu bilden, aber jedem Spieler persönlich zu behandeln. So hat der Spieler den Eindruck oder das Gefühl, dass du für ihn jederzeit da bist. Und diese individuelle persönliche Arbeit habe ich als mein Grundsatz in den letzten Jahren der Karriere immer stärker im Vordergrund gestellt, weil ich dann später auch mit dem männlichen Nachwuchs, also Kadetts und Jugend, gearbeitet habe. Ja, in der Nationalkader. Also wir haben in der Regel 8 bis 10 Spieler gehabt und da sind schon ausgesuchte Spieler aus ganz Deutschland gewesen. Das heißt, die waren die talentiertesten aus einzelnen Orten oder Landesverbänden. Und der Unterschied zwischen den Talentierern und vielleicht etwas weniger Talentierern darf nicht in dieser Gruppe so stattfinden, dass die Spieler das spüren. Ob weniger talentiert oder maximal talentiert, wenn du in der Gruppe arbeitest, habe ich immer das Prinzip verfolgt, jeder Spieler bekommt meine maximale Aufmerksamkeit. Der Unterschied ist erst dann rausgekommen, wo die einzelnen Mannschaften nominiert waren. Also in einem Jahresablauf, in den letzten vielleicht 2 Monaten oder 6 Wochen vor der großen Veranstaltung, das Hauptziel des Jahres, Europa- oder Weltmeisterschaft. Bis dahin waren die Spieler bei mir immer gleiche Behandlung, ob er jetzt Timo Boll hieß oder ein anderer, der vielleicht weniger Chance hatte für die Nationalmannschaft. Also das darf nicht bei den Spielern deutlich sein, du bevorzugst einen talentierten Spieler. Es ist natürlich so, dass mit seinem Trainer, mit seinem Heimtrainer, haben wir noch deutlicher und detaillierter analysiert, weil er mehr international gespielt hat. Also dieser persönliche Einfluss von mir aus dem internationalen Bereich war bei talentierten Spielern, die ersten 4 oder 6 Nationalspielern, immer größer als bei dem anderen, die weniger international gespielt haben. Ich hatte das Glück, dass ich als ich zu dem Nachwuchsspieler gekommen bin, Anfang 90er Jahre,
eine neue Generation der Talente in das System der Schulung der im Deutschen Tischtennisbund entwickelt wurde, ein Konzept, eine langfristige Schulung und Förderung der Talente. Und aus dieser Gruppe, ich habe sie schon als Neunjährige in diese Selektion, in diese Lehrgängen gehabt. Und zu dieser Gruppe gehörten am Anfang Boll, Stege bei dem Jungen und bei Mädchen die spätere erfolgreiche Spielerinnen Nolten und Struse und diese Generation. Ich habe das Glück gehabt, dass in diese Spieler aus dem Talentsichtung erst in den Kadettjahren betreuen dürfte. So 4 Jahre habe ich die Kadets betreut, 90 bis 94. Und von 94 bis 98 die gleiche Generation mit Ergänzungsspielen als Junioren betreut. Also ich habe sie insgesamt dann 8 Jahre betreut in ihrem ganzen Nachwuchsentwicklung international. Und das war für mich ein Glücksfall und eine maximale Motivation, weil sie waren in Deutschland die talentiertesten Spieler. Sie haben in allen Altersklassen international bis auf die Europameisterschaften gespielt und hatten wir diese erfolgreiche Fortsetzung aus einem Altersklasse zur nächsten. Ja, ich war ja erfolgreicher Spieler im Erwachsenenalter und ich habe mich als Trainer auch so gesehen, ich brauchte eine Bestätigung mit dem Erwachsenenspieler, mit der Herrenmannschaft in diesem Fall, dass ich mir dann sagen konnte, ich bin ein erfolgreicher Trainer und zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Alle anderen Phasen meiner Trainertätigkeit waren eine Zwischenetappe. Als Weltranglistenspieler denkst du immer an den Erfolgen, wenn du das kannst als Trainer. Und das ist die Messlatte. Also bei mir war die Messlatte immer ziemlich hoch, weil in Deutschland allgemein war so, wir haben immer Erfolg erwartet von unseren Nationalmannschaften. Aber alle Etappen in der Nachwuchstraining waren eine Zwischenetappe. Also deshalb meine ich, dass die Erfolge mit der Herrenmannschaft dann als vorletzte Etappe meiner Trainerkarriere war für mich so die Bestätigung dafür, dass ich ein guter Trainer war. Also nicht für Betreuung einzelner Spieler, sondern als Mannschaftserfolg. Also als ich mit der Herrenmannschaft dann 2004 Vize-Weltmeister wurde, zwischen 2000 und 2004 war die Steigerung in meiner Karriere, wieder nochmal die Herrenmannschaft zu übernehmen. Und 2002 hat Boll ist Europameister geworden. Wir sind im Doppel-Europameister gewesen, in der Mannschaft Zweiter gewesen, 2002. Das war wieder so der erfolgreiche Beginn der Betreuung der Erwachsenenmannschaft, die Herrenmannschaft. Und 2004 war der Höhepunkt meiner Trainerkarriere, wo ich in der Herrenmannschaft, also wieder Boll, Fee, Connert, auch Roskopf noch dabei, Vize-Weltmeister wurde. Und am Anschluss dieses Erfolges, da war ich gewissermaßen überzeugt oder habe das Gefühl gehabt, ich habe in den letzten, sagen wir mal, 12 bis 14 Jahren immer eine Steigerung als erfolgreicher Trainer gehabt und gewissermaßen war das die Krönung. Oh!
Ja. Ja, ja. Ja, das ist eine lange Zeit, dass ich habe immer meine Einstellung möglichst öfters, also wie schon am Anfang erwähnt, alle 4 bis 5 Jahre eine andere Gruppe zu übernehmen. Das war die Grundmotivation, weil ich gedacht habe, nach 4 Jahren mit einer Gruppe hast du irgendwie, brauchst du eine Veränderung. Ja? Dass das dann zum Schluss so war, dass ich die gleiche Generation der Spieler weiterführen konnte, war gewissermaßen ein Glücksfall, aber auch Bestätigung, dass meine Arbeit gut war von Seite des Vorstandes des Deutschen Tischtennisbundes. 2004, das war die Weltmeisterschaft und anschließend waren die Olympischen Spiele in Athen. Bei Olympischen Spielen gab es keine Mannschaftsteil, sondern nur Einzel und Doppel. Und diese Olympischen Spiele waren ein wenig unglücklich aus der Sicht meiner persönlichen Betreuung mit Timo Boll, da er im Viertelfinale gegen Waldner verloren hat. Das wäre vielleicht die Krönung gewesen, hätte er noch dieses Spiel gewonnen und olympische Medaille im Einzelnen geholt. Aus mehr oder weniger objektiven Gründen konnte er bei diesem Turnier nicht sein allerbestes Tischtennis spielen. Und in meinem ganzen Jahr, alle Jahre Betreuung von Timo, war diese Olympische Spiele also ein bisschen der fehlende Höhepunkt für eine direkte persönliche Betreuung. Aber mit der Mannschaft war die vorherige Weltmeisterschaft die mein persönlicher maximaler Erfolg und Höhepunkt meiner Karriere. Ja, natürlich. Vor jedem wichtigen Spiel im Mannschaftsbereich haben wir Besprechungen gehabt. Einen Tag vor dem Spiel, vor dem wichtigen Spiel, über die Aufstellung, über den Gegner und am Tag des Spiels im taktischen Bereich in der Vorbereitung auf die einzelnen Gegner. Also es ist 2 Etappen der Vorbereitung. Der erste ist mit der gesamten Mannschaft, wo auch das mentale und das motivierende Gespräch geführt wird. Und der zweite Teil ist die individuelle Besprechung mit jedem einzelnen Spieler über die konkreten Gegner. Der unmittelbar vor dem Spiel, also unmittelbar möglichst nicht sehr lange vor dem Spiel stattfindet, also ungefähr 2 Stunden oder so. Da gab es hunderte von Timeouts, wo ich im Nachhinein gedacht habe, da hätte man vielleicht früher nehmen müssen. Aber meine Einstellung war zum Timeout im Gegensatz zur chinesischen Einstellung. Die Chinesen nehmen immer Timeout in der Führung, wenn ihre Spieler in Führung liegen. Ich habe immer die kritische Situation gesucht, Timeout zu nehmen. Und was ist kritische Situation? Normalerweise im ersten Satz ist keine kritische Situation, da habe ich nie Timeout genommen. Timeout auf 3-Gewinnsatz ist immer in einem Wendepunkt für mich gewesen, wo das Spiel kippen konnte. Dritter Satz, 1-1, dritter Satz. Das ist schon mal eine kritische Situation. Und gab es sehr viele Beispiele, wo ich im Nachhinein gedacht habe, hätte man früher Timeout nehmen müssen. Das Timo Boll-Spiel gegen Waldner.
da gab es in einem Satz 10-5 Führung, also zu Beginn des Spiels. Im zweiten Satz gab es 10-5 Führung für Timo Boll. Und er hat diesen Satz zum Schluss verloren und lag dann 2-0 zurück, anstatt 1-1 zu stehen. Und da denke ich, da hätte ich schon sehr frühzeitig, also in diesem Satz, Timeout nehmen müssen, um diesen Satz zu gewinnen. Das war psychologisch enorme Bedeutung, weil Waldner war sehr stark. Er hat vorher Malon geschlagen, er hat Primorac geschlagen. Er war in einer starken Form und hoch motiviert. Er war nicht mehr der jüngste Spieler. Aber Timo Boll hat öfters gegen Waldner gewonnen. In Bundesliga hat er gespielt oder international bis dahin. Und das war ein Schlüsselspiel, um Medaille zu holen. Und dieser zweite Satz in dem Spiel, weiß ich, das war mitentscheidend, um zu besiegen Waldner.